Aber wir befinden uns hier im Esslinger Stadtteil Bergheim. Der Feuerwehrleitstelle wurde gegen 16.15 Uhr ein Brand in oder an einem Wohnhaus gemeldet. Die Flammen würden anscheinend sichtbar sein und Richtung Dach schon hineinziehen. Und zu dem Zeitpunkt war schon klar, dass die Personen, die das Wohnhaus bewohnen, alle draußen waren und unversehrt waren. Bei unserem Eintreffen hat sich die Lage so dargestellt, dass im hinteren Bereich des Gebäudes, auf der Terrasse praktisch, in Richtung eines Hanges, dass da Flammen bereits sichtbar waren, dass dort ein Brand ausgebrochen war und dieser Brand schon in das Dachgeschoss reingezogen ist. Das erste Löschfahrzeug hat dann nach Eintreffen im Außenbereich ein Löschrohr vorgenommen, um die erste Brandbekämpfung durchzuführen. Dann ist ein zweiter Trupp unter Pressluftatmern mit einem zweiten Rohr ins Gebäudeinnere vorgedrungen und hat dieses innen überprüft, ob hier schon Brandbeaufschlagung stattgefunden hatte. Nein, über die Brandursache können wir nichts sagen, das wird ermittelt von der Polizei. Auch die Schadenshöhe können wir noch nicht abschätzen, wird sich aber mehrere 10.000 Euro drehen. Wir waren hier mit 23 Kräften und 6 Fahrzeugen. Dadurch, dass es hier sehr enge Straßen sind und auch Nebenstraßen und dieses Wohnhaus in einen Hang eingebaut ist, konnten wir auch die Drehleiter zum Beispiel nicht einsetzen zur Überprüfung des Daches, sondern mussten mit Steckleitern arbeiten und mussten die Leitungen natürlich bergauf verlegen. Das hat natürlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Wir haben jetzt, nachdem das Feuer aus ist, haben wir noch diverse Nachlöscharbeiten. Wir überprüfen noch mittels Wärmebildkamera den Dachbereich und den Fassadenbereich, ob wir hier noch Temperaturerhöhungen haben, ob wir noch Glutnester haben. Und ich denke mal, so in der nächsten halben, dreiviertel Stunde werden wir besser eingehen.